Ich möchte mit dir 53 plus 17 rechnen. Also 53 plus 17. Ich schlage dir vor, die 53 dafür zu zerlegen und dann die Zahlen umzusortieren. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Also 53 plus 17 ist das gleiche wie, jetzt zerlegen wir die 53 in ihre Zehner und Einer. 53 kann man doch auch als 50 plus 3 schreiben. Stimmt's? Das macht 53. Jetzt setze ich das in runde Klammern. Vorne steht eine Klammer auf und hinten steht eine Klammer zu. Was in einer Klammer steht, rechnet man immer zuerst aus. Du hast dann also 50 plus 3 in Klammern und dann noch die plus 17. So, normalerweise würde man jetzt die 50 plus 3 zuerst ausrechnen, weil es steht in Klammern. Aber dann wärst du wieder da, wo du gerade angefangen hast. Ziel ist es, das Rechnen zu erleichtern. Ich will dir also zeigen, wie du die Zahlen umsortieren kannst. Du kannst diese Aufgabe umschreiben und zwar als 50 plus 3 plus 17. Und dann setzt du die Klammer einfach um die 3 plus 17. Also statt 50 plus 3 zuerst zu rechnen, rechnest du die 3 plus die 17 zuerst. Dass du die Reihenfolge beim Ausrechnen ändern kannst, ist ein Grundgesetz der Addition. Die Reihenfolge der Zahlen ändert nichts am Ergebnis. Hier rechnest du 50 plus 3 und hier rechnest du 3 plus 17 zuerst aus. Also, wie geht es nun weiter? Du hast weiterhin die 50, also hier eine 50. Plus. Und dann, was ist 3 plus 17? Das ist nicht so schwer. Also wir haben die 3 und 7, das ergibt 10. Und dann noch die 10 als Zehner von der 17 ist zusammen 20. Genau. Also 50 plus 20. Dann hast du 50 plus 20 und das ergibt, ist auch nicht so schwer, 5 Zehner plus 2 Zehner ist gleich 7 Zehner. Und das ist das gleiche wie 70. Versuch doch gleich noch eine Aufgabe. Also, diese Aufgabe ist so geschrieben, wie du sie auf Khan Academy finden kannst. Ich öffne das mal eben. Schwuppdiwupp, hier steht, vervollständige, um 41 plus 9 auszurechnen. Schau dir also die 41 an und zerlege sie. Also, die 41 ist das gleiche wie 40 plus wie viel? Na klar, 40 plus 1. Okay, plus den Rest der Aufgabe, also plus 9. Diese plus 9 ist das gleiche wie diese plus 9. Jetzt änderst du die Reihenfolge des Rechnens. Statt 40 plus 1 zuerst zu rechnen und dann die 9 zu addieren, rechnest du dann 40 und dann rechnest du erst einmal die 1 plus die 9 aus. Okay, bei 1 plus 9, was kommt dann da raus? 1 plus 9 ist klarerweise eine 10. Ja, also hier kommt die 10 hin. Und was in dieser Box hier steht, es ersetzt also, was in der Klammer darüber steht. Alles klar? Ja? In der Klammer steht 1 plus 9 und in der Box steht 10. Und was ist 40 plus 10? Na, was sind 4 Zehner plus 1 Zehner? Genau, 5 Zehner, also 50. Das Ergebnis ist 50.